Freunde, wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mobile-Reportage im Meer. Ich hatte euch ja versprochen, heute zum Sonntag gibt es die Auswertung vom Flohmarkt. Der war, nicht so stark besucht und es waren noch nicht mehr so viele Händler da. Aber dazu kommen wir später, denn ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal das Trainspotting. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt nämlich morgen kein Quassel-Video. Morgen geht es was anderes. Könnt ihr euch schon denken. Aber ich würde sagen, jetzt guckt euch erstmal das Trainspotting an. Diesmal kommt es wieder von Maurice, Champion Trainspot. Von mir, von Micha, glaube ich, auch was. Naja, von einigen anderen, Josef natürlich, ja, klar. Oder von einigen anderen. Und da wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Zuschauen oder beim Anschauen. Und ich melde mich dann auch wieder, wenn das hier gesehen habt. Weil dann kommen wir nämlich zu den Sachen, die ich vom Flohmarkt mitgenommen habe. Und was da alles passiert ist. Oder erlebt habe. Film ab! So, hier wird ein bisschen rumarrangiert hier.
erstmal der Geitrainer weg. Jetzt fährt er bestimmt ganz weg. Da steht noch eine Lüdi. Der Geitrainer fährt jetzt ganz weg. Er macht jetzt Platz. Und die Lüdi fährt jetzt mit Sicherheit zum Tanken, oder? Ich weiß es nicht. Thank you.
Ja, Freunde, da war da wieder einiges dabei, wie versprochen. Ein paar historische Bilder, ein bisschen was von mir. Ja gut, das mit der Rangierfahrt, mit der Ludmilla, das habe ich ein bisschen was verpasst, leider. Aber das war ja auch trotzdem einiges Sehenswertes dabei. Ne? Was mich am meisten ärgert an der Geschichte ist aber, und das ist wirklich so passiert, ich bin in Spandau angekommen und bin extra ganz hinter gegangen. Ganz hinter. Ne? Bei der ersten Runde. Am Dienstag. Früh. Nix. Dann kam ein ICE. Aber bevor der reinfuhr, wisst ihr, was da kam? Da kam eine Maxima White mit Erzwagen. Oder was immer das war. Genau, diese komischen, ja, selbst in Ladewagen. Hat mich ein bisschen geärgert, aber das ist noch nicht alles. Zweite Runde, wieder Spandau. Ich habe mich wieder nach hinten begeben. Und jetzt ratet mal, was passiert ist. Wieder kam ein ICE oder wurde angekündigt. Ich bin wieder zurückgegangen. Und dann kommt dieser gleiche Zug, genau der gleiche Zug, kommt wieder zurück. Da hat mich ein bisschen geärgert. Hätte ich also zweimal filmen können, wenn ich noch ein paar Minuten länger gewartet hätte. Aber das hätte natürlich passieren können, dass dann mein ICE weg ist. Ne? Und deswegen musste ich leider in die Mitte des Bahnhofes gehen und dann habe ich mein ICE gestiegen. Naja, kann man nichts machen. Ist nun mal so. Und das nächste Mal klappt es vielleicht besser. So sieht's aus. Gut. Ja, ansonsten muss ich sagen, war einiges Interessantes dabei. Wie gesagt, von mir, das müsst ihr einfach mal ignorieren. Ja. Es ist nun mal nicht so einfach, in der kurzen Zeit irgendwas zu erwischen. Es kommt noch mal eine Zeit, da wird es ein bisschen mehr. Aber da muss man sehen, was ich für Möglichkeiten habe. Und Zeit dazu. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir hängen jetzt gleich noch die Geschichte mit dem Flohmarkt mit hinten dran. Das wird jetzt also ein bisschen länger, das Video. Und morgen, wie gesagt, gibt es dann eben wieder mal Livestream. Ne? Das wollte ich eigentlich heute machen. Aber ich war ja heute auf dem Flohmarkt. Und darum habe ich mir gedacht, na gut, dann machst du halt morgen wieder ein bisschen Livestream mit Vorführung der entsprechenden Sachen, die du mitgenommen hast vom Flohmarkt. Vorführung des geänderten Wheelpin, ja, du bist also Wheelpin, du. Ralpin, ne, ist schon LKW-Transportzug und verschiedenes anderes, ne. Und ja, ein bisschen quatschen über dies und das. Ihr kennt das ja. Genau, das ist morgen der Plan. Aber für heute würde ich sagen, machen wir jetzt noch schnell das mit dem Flohmarkt. Also ich bin heute früh um 8 los und habe ein bisschen was von mir mitgenommen und ein bisschen Geld vom Kumpel mitgenommen, von mir noch ein kleines bisschen Geld mitgenommen und dann habe ich mich auf den Flohmarkt begeben. Meine Überraschung war sehr groß, dass die Hälfte der Modellbahnhändler nicht mehr da war. Die waren gestern da. Die haben also schon die Segel gestrichen. Wahrscheinlich wenig Umsatz, keine Ahnung. Es waren nur noch wenig da. Aber nichtsdestotrotz konnte ich einiges mitnehmen. Ne? Fangen wir da mal damit an, dass ich das Geld, das ich vom Kumpel mit dabei hatte, investiert habe. Für etwas, das ich ihn organisieren sollte. Von Bernd, logischerweise. Hat er natürlich aufgehoben. Und das habe ich dann mitgenommen. Und was war das dann? Es liegt neben mir. Es wird wirklich schwierig, das alles zu zeigen. Aber ich werde es alles einzeln zeigen. Er wollte nämlich von mir ein paar Kohlewagen. Und die habe ich dann vom Bernd mitgenommen. Und zwar solche. Erz 3. Ein paar mit Verpackung. Und ein paar
Ohne. So. Und wie viele wollte er nun haben oder hat er nun bekommen? Nun, er hat insgesamt bekommen 13 Wagen. So. Aber wie der Zufall wollte, war es an einem anderen Stand. Und an einem anderen Stand entdeckte ich Erz 3. Noch mehr Erz 3. Cool. Könnte ich doch eventuell noch ein paar einen Kumpel anbieten, damit er dann vollständig einen Zug hat. Und dann habe ich nochmal insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 einzelne Erz 3 Kohlewagen ohne Verpackung gefunden. Ja? Und die bekommt er jetzt. Aber das war noch nicht alles. Nee. Ich bin dann weiter rumgeschlendert. Wie gesagt, ich habe ja Sachen zum Tauschen mitgehabt. Und habe dann was getauscht. Und getauscht habe ich zum Beispiel einen Wagen. Der ist auch wieder für jemanden bestimmt. Derjenige weiß genau, für wem der Wagen bestimmt ist. Gucke da, Stefan. Da ist er, der Zweite. Der Zweite. Jetzt hast du zwei Stück. Er wollte einen siebenteiligen zusammenstellen und jetzt habe ich ihn noch im zweiten am Flohmarkt organisiert. Den habe ich getauscht gegen meine LKWs. Also nicht die guten, diese ganzen, die ich ja noch übrig hatte. Das waren insgesamt 10 LKWs. Dann die drei offenen Schotterwagen von diesen ganz alten. Die brauche ich auch nicht. Und dann war noch dabei... was war das gewesen? So ein Schwertransport machen. Ja, das alles habe ich getauscht gegen den. Und ihr wisst ja, was die ICT-Wagen kosten. Ja. Der ist auch in Top-Zustand, da ist nichts abgebrochen. Kupplung ist auch dazu. Perfekt. Jetzt hast du also zwei davon. Kannst also in 7 Teilchen zufahren. So, dann habe ich an einem anderen Stand habe ich da noch was entdeckt. Da dachte ich mir, eigentlich die falsche Spur, aber es hat mir halt so gut gefallen. Selbst gebaut. Habe ich auch so noch nicht gesehen, von der Tschechei. Und das handelt sich dabei um diesen wunderschönen Beiwagen, genannt Brotbüchse. Habe ich einfach so mitgenommen. Da fehlt jetzt die Kupplung, die kann man reinstecken. Ich wollte den Bernd noch fragen wegen der Kupplung, da habe ich nicht dran gedacht, weil ich habe ja selber kein TT. Ich wollte einfach mal hinstellen. Ne? Dann habe ich noch einen Kumpel angeboten, der hat aber schon so einen Triebzug. Also stelle ich ihn einfach hin. Ne? Schöner Beiwagen von diesem Triebzug. Ist irgendwie ein Eigenbau. Gibt es also auch gar nicht so zu kaufen. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, der Bernd hat ja noch was gehabt. Der hatte noch 8 gelbe Kesselwagen, von denen ich 6 Stück genommen habe. 2 konnte ich nicht mehr nehmen, weil dann war mein Geld. Diese 6 Kesselwagen waren eigentlich geplant, um die mit den anderen zu kombinieren. Aber da ich mir gedacht habe, so richtig passt das irgendwie nicht. Bin ich in einen anderen Stand gegangen, wo ich auch schon ein paar Mal ausgetauscht habe. Und da habe ich gesehen, eine Lok. Hat einige da gehabt. Dann dachte ich mir, die perfekte Lok für einen Kohlezug, würde ich sagen. Diesmal ist es keine Diesellok. Nee, es handelt sich dabei nämlich um die hier. Die habe ich getauscht dann gegen diese 6 wunderschönen Kesselwagen von Fleischmann. Und das ist eine 151 dB. Ja, und die kommt natürlich dann auch morgen im Livestream zum Einsatz. Ich habe sie noch nicht getestet, ich weiß nicht, wie sie fährt. Es könnte sein, dass sie gar nicht fährt, dass sie schlecht fährt. Und die wollte ich eigentlich mit den ganz wenigen Kohlewagen über die Andauer fahren lassen. Ja, daran hat mir dann noch gegeben einen Kesselwagen, der nicht mehr ganz perfekt ist. Da ist eine Kupplung ab. Den lasse ich als letzten laufen. DSM. Wenn ihr mal in die Kommentare schreiben, was das zu bedeuten hat. DSM. Was ist ein DSM? Was ist das für eine Bahngesellschaft oder was ist denn das? Was hat denn der transportiert? Ist das
Benzin, Diesel oder was, DSM, sagt man nicht. Und der hat mir halt gefallen, hat auch eine Kurzkupplung, der kommt damit zu den anderen da mit rein. Als letzter Wagen sozusagen. Ja, aber das war auch noch nicht alles. Und dann hat mir der Bernd noch den hier angeboten für 8 Euro. Ja, das ist ein IC-Wagen, Epoche 3, aber mit einem Kupplungsschacht. Fehlt die Kupplung und jetzt habe ich alles dran gemacht und das ist auch noch perfekt. Ja, da steht übrigens dann Köln. Moment, ich muss nochmal die Pulle absetzen. Köln, Mainz, Stuttgart, München. Köln, Mainz, Stuttgart, München ist der Zug früher gefahren. Den wollte ich ins BW stellen, wollte noch ein bisschen anpassen, altern, ein bisschen Dreck machen, hier so, dass halt aussieht wie abgeranzt oder so. Aber der Wagen ist zu schade dafür. Ne? Der ist einfach zu schade dafür. Den werde ich wahrscheinlich irgendwann mal mit in den Zug mitlaufen lassen, in den Museumszug. Ne? Weil er hat ja einen Kupplungsschacht, dann kann man auch Magnetkupplung dran machen. Kein Problem. Ja. Und ganz zum Schluss, als ich schon fast alle beim Einpacken waren, da bin ich ja noch an den Stand gewesen, der genau hinter uns war, es war ein Tscheche. Und der hatte einiges im Angebot. Ein H0 TTN hat er gar nicht gehabt, aber H0 hat er massenhaft gehabt. Und Spur 0. Da hat er Lokstar gehabt, Wagen, alles mögliche und auch Gleise. Und da habe ich mir dann noch 2 Gleise für meinen ICE-Wagen gegönnt, der da oben steht. Der steht die ganze Zeit ohne Schienen. Und jetzt hat er Schienen. Ja, passt auch genau hin von der Länge. Sind ja auseinander machbar. Also wie die Standard Fleischmann-Gleise. Ich weiß gar nicht, in welcher Firma die sind. Alles Spur 0. Und dann kann der also wenigstens auf Schienen stehen. Ja, der Wagen. Ja. Das ist alles, was ich mitgenommen habe? Nee. Ganz zum Schluss. Da sagt der Bernd auf immer, ich habe da aber immer noch ein paar Kohlewagen da. Du hast ja schon ein paar von denen. Die kannst du auch noch kriegen. So, was? Sagst du mir jetzt, wo ich abhauen will? Ja, du hättest mich ja mal fragen können. Ich sage, das hättest du mir doch sagen können, dass du da noch welche hast. Ja. Und die habe ich ja auch noch mitgenommen. Nochmal 8 Stück. Aber beladen. Ja. Ihr kennt ihr ja schon, ihr habt ja schon mein Fahrvideo gesehen. Passen wunderbar an meinen deutschen Eisbahnzug dran, aber jetzt habe ich halt einen 16-teiligen DB beladenen Kohlezug. Der Unterschied zu diesen Wagen ist, die sind halt präpariert. Erstens mit der Kohle drin. Und zweitens, man kann es sehen, es waren mal welche mit Klappen gewesen. Da hat jemand die Nasen abgeschnippelt, schnipp, schnapp. Da waren die Nasen ab. Warum? Keine Ahnung. Einige sind mit NEM-Kupplungsschacht. Das heißt also, ich kann da eine Magnetkupplung dran machen, damit, wenn die Lok davor hängt oder wenn sie verbunden sind mit den anderen Wagen, die in Kombination laufen können, so wie ich das mit der Doppeltraktion mit der Ludmilla gemacht habe. Ne? Ja, und davon habe ich jetzt nochmal 8 Stück beladen. Das ist ein ziemlich schwerer Zug. Also die Kohlewagen, die jetzt liegen hier, ja, das ist ein Reallängen-Kohlezug. Und wenn man meine noch dazu nimmt, die im Regal stehen, dann bin ich jetzt bei, ich zähle mal meine Kohlewagen jetzt zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 90, 70. Kohlewagen-Changi. Aber ihr dürft nicht vergessen, die Hälfte ist schon meine. Ne? Die Hälfte kriegt der Frank. Kann ich das jetzt nochmal kurz zeigen, wie das hier aussieht, ein Kohlewagen. Aber morgen im Livestream werde ich versuchen, diese Erz-3-Wagen komplett als 21-teilige Einheit mit Lok. Versuchen wir die hier. Mal gucken, ob das packt.
Wenn wir nicht kaputt machen. Das sind ja ziemlich schwere Wagen. Und dann gucken wir mal, ob die das packt. Wenn nicht, dann machen wir da halt zwei Doppeltraktionen mit Miller dran, was natürlich nicht bei Herz 3, glaube ich, vorgekommen ist. Müssen wir mal schauen. Ja, und meine natürlich lasse ich auch mal nochmal fahren mit denen, die im Regal sind, jetzt schon. Und die ganzen Beladenen, also berghoch nicht, das brauchen wir auch probieren. Oder machen wir morgen mal einen Kohlewagen-Spezial, was weiß ich. Noch einmal. Ja, Kohlezüge gefallen mir nochmal, das hat ich ja schon mal gesagt. Ne? Das hatte ich auch damals gesagt oder drunter geschrieben, als ich auf der Messe war. Ne? Kohlewagen finde ich einfach cool. Ja, so sieht's aus. Das war alles. Dann war die Kohle alle. Die Kohlewagen war alle. Kohlewagen war alle. Kohle war alle. Also ich hatte kein Geld mehr. Ja. Und das Zeug, was ich getauscht habe, habe ich ja ein bisschen was in Pärchen gegeben. Und das Geld hat dann auch der Bernd gekriegt. Für die letzten Kohlewagen. Hat mich also sozusagen fast alles abgeknöpft, was ich an Geld dabei hatte. Klasse. Jetzt ist nur noch das Geld übrig, was auf dem Konto ist. Zum Leben. Und das bleibt auch drauf. Ne? Weil man muss ja auch ein bisschen über die Runden kommen. Der Monat ist noch lang. Für mich. Ihr wisst ja, dass es immer eine Hälfte des Monats Geld gibt. Und die Tage muss ich auch irgendwie überbrücken. Ja, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ist ein bisschen länger geworden, ein bisschen gebabbelt und so. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal schnell, wie das hier aussieht. Und da seht ihr das Kohlewagen-Massaker. Ja. Bitteschön. Sind das nicht wenige Wagen? Da kann man schon einen ordentlichen Kohlezug zusammenstellen. Und das Gute an der Sache ist, das hier sind alles welche mit Klappen und die sind leer. Das heißt, Frank könnte, wenn er wollte, sich so eine Ladestation organisieren und alle Wagen selbst beladen. Ob das natürlich die Klappen aushalten, wenn du die selbst belädst, kann ich nicht sagen. Aber im Originalzustand sind die halt mit diesen Federklappen. Ja? Man kann die also beladen. Weißt du Bescheid, Frank? Freust du bestimmt schon auf diese wunderschönen Wagen. Aber morgen kommt sie nochmal zum Einsatz. So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, verabschiede mich jetzt von euch und denkt dran, morgen ab 12 Uhr Livestream. Ja, 12 Uhr. Nicht eher und nicht später. Der wird auch nicht so lange gehen, denn ich muss dann am nächsten Tag wieder um 6 aufstehen. Ne, Quatsch, um 4 Uhr muss ich aufstehen. Also machen wir mal so 2-3 Stunden. Ne? Ich reinige die Anlage jetzt noch. Und ja, das Video, was ich jetzt hier aufgenommen habe, das wird eventuell so gegen 21 Uhr online sein. Ihr wisst ja, 18 Uhr kommt wieder mein Livestream, den ich mir immer angucke. Aber das stört nicht, den Upload durchzuführen. Das geht trotzdem. Gut, mit den Worten bin ich jetzt weg. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was das hier ist. Ja? Ich kann das selber googeln. Könnt ihr das auch. Aber wer weiß, es ja jemand von euch. Tschüss.